Moin ihr wunderbare Menschen des Interwebs, ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu meinem Let's Play von Phoenix Wright Ace Attorney. Wir sind hier bei Gamsho stehen geblieben und wollten uns einmal im Tempel umschauen, um mit dieser Bikini-Dame zu reden und vielleicht auch den Tatort anzugucken. Hey Eddie, was hat dich aufgehalten? Mir ist kalt und mein Hirn ist schon total erstarrt. Ich wusste, dass es ein Fehler war, wieder in dieses Land zu kommen. Was soll das heißen? Wright kommt wieder in Ordnung und der Fall ist alles andere als ungewöhnlich. Und ich stehe plötzlich als Verteidiger einer Frau da, die des Mordes angeklagt wird. Hey, Sekunde, Moment mal, Einspruch. Was geht hier vor sich, Edworth? Das ist schwer zu erklären, aber eins führt zum anderen und... Was für eine lahme Entschuldigung ist das denn? Du willst Verteidiger sein? Staatsanwalt Edworth ist Staatsanwalt, deshalb heißt er auch Staatsanwalt Edworth. Staatsanwalt Edworth, Verteidiger, klingt doch total schwachsinnig, Junge. Ich war Staatsanwalt Edworth. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich eigentlich bin. Mann, Eddie, da seh ich dich ein paar Jahre nicht und schon ist dein Herz erstarrt. Ich würde eher erfroren sagen. Es ist eiskalt hier. Iris hat sie nicht ermordet, das war jemand anderes. Ich weiß es einfach, okay, vertrau mir, nur dieses eine Mal. Immer noch der alte Romantiker, nicht wahr, Larry? Aber egal, ich würde trotzdem alles dran setzen, um ihre Unschuld zu beweisen. Zumindest bis ich den Stab wieder an Wright zurückgeben kann. Mann, ich sag's dir, Iris ist so süß. Oder Eddie, das findest du doch auch, oder? Was ist los? Warum bist du so still? Nun, ehrlich gesagt, deine Bemerkung gibt mir größten Anlass zur Sorge. Könnte es vielleicht sein, dass du an ihre Unschuld glaubst, weil... Ach komm schon, so ein süßes Mädel kann auf keinen Fall eine Mörderin sein. Ich hatte doch recht. Ich hätte niemals zurückkommen sollen. Nein, nein, keine Angst. Diesmal weiß ich, was war es, ehrlich. Wenn ich für jede Äußerung dieser Art einen Cent bekommen hätte... Es ist nur so, dass... Also Iris ist ein zartes Blümchen. Man darf sie nicht zu sehr unter Druck setzen, verstehst du? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Larry. Vergiss es. Ich habe nichts gesagt. Larry, wo warst du am Mordabend und was hast du getan? Larry? Was? Jetzt sag nicht. Glaubst du etwa, ich wär's gewesen? Was? Hau ab, Nimm deinen Charter-Chat und mach, dass du mir aus den Augen kommst, du Widerling. Hoffentlich stürzt du mit deinem blöden Flugzeug ab. Ich frag dich noch einmal. Am Mordabend, wo warst du und was hast du getan? Das dachte ich mir. Eine Psychoblockade. Ich find's cool, dass er Psychoblockade dazu sagt. Tut mir leid, Mann. Du kennst mich doch. Ich kann mich bloß nicht dran erinnern. Mein Kurzzeitgedächtnis ist total hinüber, Mann. Natürlich. Gut. Da fällt mir ein, als du noch klein warst, hast du immer gesagt, wenn ich groß bin, will ich Anwalt werden und Leute verteidigen oder so. Das ist lange her. Aber jetzt hast du doch die Chance, deinen Kindheitstraum für einen Tag wahrzumachen. Eddie, du musst es einfach tun. Du musst meine kleine Iris einfach retten. Genau darum hasse ich Jugendfreunde. Okay, dazu sagt er mir nichts. Ich kann es immer noch nicht glauben, sie war so ein toller Mensch. Aber irgendjemand versucht, diesen Mord meiner süßen kleinen Iris anzuhängen. Eddie, bitte, ich zähle auf dich. Tja, ich hatte gehofft, dass du mir ein bisschen mehr dazu sagen kannst. Na gut, ich hab's. Ich werde dir ein Porträt malen. Wie wär's damit? Wenn du schon fragst, na gut. Ich habe das Gefühl, dass sie etwas verbirgt. Könnte sein, immerhin ist sie sehr schüchtern und ihr sind Dinge schnell peinlich. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Warum nicht? Pass auf, ich kenne mich mit sowas genau aus. Komm schon, Eddie. Du bist doch ein Kerl, viele Mädchen sind wie Iris. Gib's schon zu. Und auf jeden Fall hast du schon mal dich selbst überzeugt. Mann, ich liebe so schüchterne Mädchen, das ist so süß. Kannst du das verstehen? Er kann immer noch nicht auf andere hören, wie ich sehe. Manche ändern sich eben nie. Wieder blind vor Liebe, der Gute. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal in den Tempel. Weil ich glaube nicht, dass wir die psychische Blockade lösen können. Von Larry. Blatt Papier. Hey, hallo, wie geht's denn so? Ganz gut, nehme ich an. Na, wer ist das denn? Ich heiße Miles Edworth. Ach, du grüne Neune, ein schicker Junge wie du ist stets willkommen. Wenn die Umstände nicht so tragisch wären, würde ich...
Bitte nicht, Junge. Tut mir leid, ich will keine Umstände machen, aber ich suche nach einer Frau in einem Bikini. Nun, du hast sie gefunden. Und was kann ich für dich tun? Tut mir leid, aber ich sehe kein Bikini. Wenn du lieb fragst, darfst du vielleicht mal gucken. Tedworth. Das ist die Äbtin Schwester Bikini. Sie ist die Zeugin. Warum hast du denn das nicht gleich gesagt? Genau deswegen wird dein Gehalt ständig gekürzt. Mein Magen knurrt schon vor lauter Protest. Also, was gibt es Neues über meine liebe Iris? Und zunächst, ich würde gern hören, was Sie wissen. Zunächst möchte ich Sie etwas zu gestern Abend fragen. Nun, gestern Abend, wir hatten hier eine Akolytin zum Training. Nach dem Abendessen gingen wir beide in den Trainingsraum im inneren Tempel. Muss Maya meinen. Welche Uhrzeit war das ungefähr? Ich glaube, es war so gegen 21 Uhr, als wir hier aufgebrochen sind. Das Training dauert die ganze Nacht. Es ist sehr anstrengend. Die Abtin des Beschwörungsdojos muss ständig anwesend sein und aufpassen. Wow, Sie haben recht. Das klingt wirklich anstrengend. Inspektor, wir haben keine Zeit für Schmeicheleien. Entschuldigung. So gegen 23 Uhr haben Sie den Vorfall im Innenhof beobachtet. Aber Sie mussten im inneren Tempel Ihren Dienst tun. Warum sind Sie zurückgekommen? Bei deinem Blick bekomme ich glatt Gänsehaut. Ich bekomme auch Gänsehaut, aber aus einem ganz anderen Grund. Sie fangen schnell an zu frieren, nicht wahr, Herr Edwurf? Na gut, sagen Sie mir bitte, was genau Sie im Innenhof gesehen haben. Es muss nach 23 Uhr gewesen sein. Ah nein, ich kann nicht, das hält mein armes Herz nicht aus. Hey, ganz ruhig, meine Dame, lassen Sie meine Krawatte los. Ich habe zwei Personen gesehen, eine davon lag auf dem Boden. Die andere stach von hinten nach ihr, mit einem Schwert. Haben Sie den Verbrecher mit Ihren eigenen Augen gesehen? Ich konnte einfach nicht glauben, was ich da sah. Aber es war Iris. Müssen ziemlich schockiert gewesen sein. Natürlich war sie das. Versetzen Sie sich doch mal in Ihre Lage. Das ist so, als würde sie Herrn Bright mitten im Gerichtssaal erstechen. Und ich bin Zeuge im Zeugenstand. Ich wäre auch ziemlich schockiert. Es klingt zwar verrückt, aber genau das habe ich gesehen. Und als ich das gemerkt habe, habe ich geschrien und bin in Ohnmacht gefallen. Leider scheint Ihre Aussage ziemlich solide zu sein. Aber die Vorstellung, dass Iris so etwas Schlimmes tut, ist einfach wieder natürlich. Wieder natürlich? Das Mädchen, das ich kenne, könnte so etwas niemals tun. Ich frage mich, was sie damit meint. Als Äbtin ist es ihre Pflicht, die ganze Zeit beim Akolyten zu bleiben, korrekt? Ja, das ist korrekt. Ich weiß, ich sehe stark aus, aber ich bin in Wahrheit... Aber in Wahrheit habe ich es mit dem Rücken. Sie haben es mit dem Rücken? Ja, besonders schlimm ist es im Winter. Dann kann ich nicht mal mehr einen Eimer heben. Erinnerst du dich, wie kalt es gestern Abend war? Mein Rücken war entsetzlich steif. Ich wollte nur ein heißes Bad nehmen, um etwas gegen die Rückenschmerzen zu tun. Darum bin ich zur Haupthalle zurückgekehrt. Wir haben ihre Schüler also allein gelassen. Mach dich doch nicht lächerlich, das würde ich niemals tun. Darum sollte Iris zum inneren Tempel kommen, nachdem sie die Abendglocke geläutet hatte? Ja, aber sie ist nie zum inneren Tempel gegangen, nicht wahr? Hat sie denn Iris überhaupt gesehen? Ich glaube, ich sollte nach mehr Details fragen. Wer ist diese Akolytin, die im inneren Tempel trainieren sollte? Sie heißt Maya Fey. Ich muss gestehen, ich habe sie sehr schlecht behandelt, nachdem sie die Strapazen der Anmeldung zum Spezialkurs durchgemacht hat. Spezialkurs? Ein Trainingskurs, bei dem man auf einem Block Geistereis sitzt und 30.000 Mal singt. Sie wollen doch nicht sagen, dass sie das drüben im inneren Tempel noch immer macht, oder? Nein, 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 natürlich nicht. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Gestern Abend hatten wir mit dem Training noch nicht begonnen. Nun, das ist gut zu hören. Mein Lieber, eines muss ich dir noch sagen. Das hört sich nicht gut an. Kennst du diese Kleine? Ich glaube, sie ist die Schwester der mystischen Maya. Maya hat eine kleine Schwester? Oh, Sie meinen die kleine Pearl. Das ist Maya Fays Cousine. Kleine Pearl? Ich dachte, sie würde nach dem Abendessen die mystische Elise besuchen. Aber seit gestern Abend habe ich sie nicht mehr gesehen. Sie ist nirgends zu finden. Sie meinen, sie war beim Opfer? Alles nur wegen meines dummen, krummen alten Rückens. Ein kleines Mädchen, das am Mordabend beim Opfer war, ist verschwunden. Wie heißt das so schön? Jetzt wird's spannend. Okay, ich würde mir sehr, sehr gerne ganz kurz einmal hier dieses Papier angucken. In der Ecke, da liegen noch mehr dieser Enserkissen. Was ist das für ein Stück Papier, das da unter dem Stapel hervorguckt? Keine Ahnung.
Wärst du dann so freundlich, dir das für mich anzusehen, Gumshoe? Selbstverständlich, Sir. Bitte sehr. Edworth. Ein alter Umschlag aus Manila-Papier aus. Was ist los, Inspektor? Das könnte ja sein. Ein ultra wichtiger Hinweis, ein super spezieller Hinweis. Dann sollte ich das besser selbst lesen. Das scheint ein Brief von Schwester Iris zu sein. 22 Uhr in der Halle des Himmels, sonst kommt dein Geheimnis ans Licht. Das klingt ja wie ein Erpresserbrief. Notiz für Iris zur Gerichtsakte zugefügt. Nicht schlecht, Herr Edworth. Warum kann ich nicht immer solche Hinweise finden? Sie sind ein ultra wichtiger Staatsanwalt, ein super duper Staatsanwalt. Und ich schätze, man muss schon super duper dumm sein, um sowas zu übersehen. Ach man, sei doch nicht so grausam zu dem Armgamm-Show hier. Wissen Sie irgendetwas über diesen alten zerknitterten Brief? Ist der an Iris adressiert? Ja, da steht eindeutig an Iris drauf. Das kann nicht sein. Das Mädchen hat doch keine Geheimnisse von mir. Hat Schwester Bikini also nichts davon gewusst? Nee. Okay, das sagt sie mir nichts. Sehen Sie an, das ist eine Dämonenschutzhaube. Akolyten sind höchst anfällig dafür, von Geistern besessen zu sein. Deshalb tragen wir zum Schutz stets diese Hauben. Verstehe. Worauf wartest du noch? Sie wird dich nicht schützen, wenn du sie nicht aufhast. Zieh sie schon an. Nein, ich kann nicht. Ich hab nur... Sie ist wie für sie geschaffen, Herr Wolf. Was soll das denn nun wieder heißen, Gumshoe? Sie steht dir absolut perfekt. Du musst sie einfach eine Weile anbehalten. Ist das eine Art göttliche Vergeltung? Okay. Nee. Zur Karte sagt sie mir auch nichts. Dann würde ich sie noch gerne dem Opfer befragen. Wie konnte so etwas Schreckliches passieren? Ich ganz allein bin schuld. Ach, kommen Sie schon. Sie müssen sich nicht ganz... Oh, was weißt du denn schon? Sind echt unheimlich. Deinem dummen Bartstoppeln und diesem affigen alten Mantel. Leider bist es nicht du, der verschwunden ist. Warum muss sie alles an mir auslassen? Der Ärger kommt mir etwas künstlich vor. Sie sagten, dass sie gestern mit Maya zum Trainingsraum im inneren Tempel gingen. Haben Sie Iris gesehen, als sie dort war? Natürlich habe ich sie gesehen. Ich sagte ihr, dass wir uns nach der Abendglocke um 22 Uhr treffen. Sie sagen also, dass Iris zu diesem Zeitpunkt zum inneren Tempel kam? Aber natürlich, Iris war schon immer ein sehr gehorsames Mädchen. Anschließend begann Maya mit ihrem Training. Das passt überhaupt nicht mit Iris' Geschichte zusammen. Sie sagte, dass sie niemals in dem inneren Tempel gegangen ist. Wie heißt es so schön? Die Sache wird interessant. Ist ein sehr wichtiger Besucher, weißt du? Eine geehrte Akolytin. Geehrt? Wie das? Der Name Faye ist synonym mit der Kuriner Beschwörungstechnik. Deshalb muss sie in der Tat ein Medium mit besonderer Kraft sein. Jetzt muss ich es sagen, vor einem Jahr. Da gab es einen Fall rund um die Meisterin der Kuriner Beschwörungstechnik. Inspektor, übersinnliche Kräfte sind Humbug. Gleich sagst du noch, dass du an Telekinese glaubst. Sie haben also Angst, Herr Buff? Das hat nichts mit Angst zu tun. Oh, dieses arme Mädchen, wo kann sie nur sein? Nun, wir waren bei ihr zu Hause, aber sie war nicht da. Sie ist auch nirgendwo in der Nähe des Tempels. Das bedeutet, es gibt nur ein paar weitere Möglichkeiten, wo sie stecken könnte. Glauben Sie, sie fiel von der Brücke und wurde stromabwärts getrieben? Warum bist du nur so ein Pessimist, Gumshoe? Ich habe nur versucht, wie sie zu denken, Herr Edworth. Ironischerweise bin ich erst ein Pessimist, seitdem ich mit dir zusammenarbeite. Gut, ich glaube, mehr bekommen wir aus ihr auch nicht raus. Dann würde ich einmal sagen, gehen wir in den Innenhof. Und hier hat der Mord stattgefunden. Wir haben nur die Leiche abtransportiert, sonst haben wir nichts verändert. Danke, Inspektor. Ich werde mich mal ein wenig umsehen. Die Polizei scheint hier noch zu ermitteln.
Oh ja, übrigens, ich dachte, ich frag lieber, um auf der sicheren Seite zu sein, werden Sie tatsächlich morgen vor Gericht diese Nonne Iris verteidigen? Ja, das werde ich. Ich habe ihr mein Wort gegeben und habe vor, es zu halten. Nun, in diesem Fall muss ich vorsichtig sein. Ich muss aufpassen, dass ich nicht die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft verrate. Keine Sorge, Inspektor. Halt einfach den Mund und ich glaube, es kommt alles von allein heraus. Alles klar, ich weiß genau, worauf Sie hinaus wollen. Sehr gut, Inspektor. Glück ist sein verbaler Durchfall permanent. Beim Opfer handelt es sich um die bekannte Bildbuchautorin Elise. Bis zum Gewinn des Buchpreises im letzten Jahr ist ihre Vergangenheit ein Mysterium. Es ist schwer zu glauben, dass man heutzutage noch solche Menschen findet. Die geschätzte Todeszeit des Opfers liegt zwischen 22 und 23 Uhr am 7. Februar. Todesursache war Blutverlust nach einem Stich in den Rücken mit der Mordwaffe. Mit der Mordwaffe? Das Opfer wurde mit einem großen Schwert im Rücken aufgefunden. Das ist ja schrecklich. Ja, aber eine Sache ist seltsam. Ja? Der gesamte Körper des Opfers war mit Prellungen bedeckt. Prellungen gleichen denen, die ein Sturz aus dem ersten Stock verursachen würde. Aus dem ersten Stock? Das wäre ungefähr dieselbe Höhe wie der Raum vor uns, richtig? Hey, Sie haben recht. Das ist es, Hedworth. Das ist zufällig der Raum, in dem sich Elise aufgehalten hat. Wurde sie aus dem Fenster gestoßen, nachdem sie mit dem Schwert erstochen wurde? Okay, Zeit 22 bis 23 Uhr. Ursache Blutverlust, Wunde im Rücken. Körper fiel nach Tod 3 Meter. Und dann, Inspektor, fassen wir zusammen, was wir bisher herausgefunden haben. Okay, sehen wir uns mal die Karte an. Nach der Aussage von Schwester Bikini, der Äbtin, gingen sie und Maya Faye gleich nach dem Abendessen zum inneren Tempel. Um 22 Uhr nach dem Läuten der Abendglocke ging Iris zum inneren Tempel. Als sie dort ankam, übergab Bikini ihr den Dienst und ging zum Hasakura-Tempel zurück. Nachdem sie ein heißes Bad für ihren Rücken genommen hatte, wurde Schwester Bikini Zeugin des Mordes im Innenhof. Wenn Sie mehr Einzelheiten erfahren möchten, fragen Sie Bikini in der Haupthalle. Innere Tempel. Ich hätte gern noch mehr darüber gewusst. Die Verhandlung beginnt morgen, aber wer übernimmt die Anklage? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Godard sein wird, aber er ist nirgends zu finden, also suchen Sie einen Ersatz. Was meinst du damit? Es ist wirklich seltsam, auf einmal ist er unerreichbar. Ich frage mich, ob die Gerüchte stimmen. Vielleicht hat er keine Lust mehr auf die Anklage, seit Herr Wright krank ist. Ich werde als Strafverteidiger vor Gericht erscheinen und es wäre ziemlich ungünstig, wenn er herauskäme, dass ich Staatsanwalt bin. Ja, das kann ich verstehen, aber Sie brauchen sich um mich keine Sorgen zu machen. Ich glaube, der Richter wird das eigentliche Problem in dieser Angelegenheit. Ja, er würde sich bestimmt an mein Gesicht erinnern, selbst nach so langer Zeit. Deshalb habe ich um einen anderen Richter gebeten. Wir haben uns erst einmal gesehen. Er wird sich bestimmt nicht an mich erinnern. Ja, aber was ist mit dem Staatsanwalt? Bei der Staatsanwaltschaft kennt sie doch jeder. Wäre es nicht problematisch, wenn dort jemand etwas verraten würde? Keine Sorge. Ich habe ein paar Beziehungen spielen lassen und einen Staatsanwalt organisiert. Oh, Herr Edworth. Hätte nicht gedacht, dass Sie solche Beziehungen pflegen. Was ist dieser innere Tempel, in dem Maya trainieren sollte? Bikini hat gesagt, dass es ein altes Gebäude ist, in dem die Akolyten trainieren. Er steht auf der anderen Seite der Dämmerbrücke. Brücke, die abgebrannt ist. Gibt es auf der anderen Seite noch irgendwas anderes außer dem inneren Tempel? Nö, sonst ist da nichts. Nichts? Die andere Seite ist vollständig von Klippen umgeben. Es erinnert ein wenig an eine kleine Insel. Also ist der innere Tempel das einzige, was es dort gibt. Ich würde sagen, das ist kein Ort, an dem man überleben kann. Hoffentlich geht es Maya gut. Gut, aber ich habe sonst nichts weiter, worüber ich mit Gamsho reden kann, was wir nicht vorher schon getan haben. Dann können wir eigentlich nur den Tatort jetzt einmal untersuchen. Das Schwert dieser Goldstatue ist also die Mordwaffe. Allerdings, es heißt übrigens Shishito, ziemlich aufwendiges Stück Arbeit. Da ist immer noch Blut dran. Das ist wahrscheinlich das Blut des Opfers. Es ist überall auf der Klinge. Apropos überall auf der Klinge.
Auf dem Griff des Shishito sind auch überall Fingerabdrücke. Fingerabdrücke? Natürlich sind es die gleichen Abdrücke wie die der jungen Nonne der Angeklagten. Ihre Fingerabdrücke sind auf der Mordwaffe? Was ist los? Sie sehen so ernst aus. Fühlt sich Wright so? Fühlt es sich so an, wenn man Strafverteidiger ist? Ja, ich schätze, es fühlt sich nicht besonders gut an. Um ehrlich zu sein, fühlt es sich sogar gesundheitsschädlich an. Anscheinend die Mordwaffe mit Blut des Opfers und Abdrücken der Verdächtigen. Was ist das? Sieht aus wie ein Zauberstab. Der gehörte dem Opfer, Frau Elise. Da ist nichts Seltsames oder Magisches dran. Oh ja, hören Sie zu, das bleibt unter uns, okay? Was denn? Das ist top geheim, sagen Sie niemandem etwas davon. Gut. Die Wahrheit ist, als ich noch ein Junge war, wollte ich Zauberer werden. Das ist alles? Das wolltest du mir sagen? Das ist alles. Der Stab ist aus sehr massivem Holz. Mit Fingerabdrücken. Waren welche darauf? Nur die des Opfers. Okay, getragen von Elise, als sie noch lebte. Ihre Fingerabdrücke wurden darauf gefunden. Aber der Stein fehlt. Oh, ich liebe das Skifahren. Ja? Sieht gar nicht danach aus. Nun, was ist mit Schlitten? Schlitten? Die sind mir zu kindisch. Das passt nicht zu meinem harten Image. Warum sind sie so still, Herr Dwarf? Dreht die Welt jetzt durch? Das Haupttor muss gleich hinter dieser Steinmauer sein. Ah, Steinmauern, da bin ich als Junge immer drüber gesprungen. Bei den meisten hat's geklappt, aber nicht bei allen. Gamsho, vielleicht nimmst du dir den Spruch, weniger ist oft mehr mal zu Herzen. Die Haupthalle des Hasakura-Tempels ist hier über uns. Hey, sie haben recht, aber die Haupthalle hat sicher keinen ersten Stock. Der Hasakura-Tempel wurde an einem steilen Hang des Berges gebaut. Die Vorder- und Rückseite der Haupthalle befinden sich in unterschiedlichen Etagen. Das ergibt einen Sinn. Aber wäre es nicht einfacher gewesen, den Tempel schräg zu bauen? Darauf, das könnte auch nur ansatzweise eine gute Idee sein. Eine Laterne. Die wurde wohl am Abend angezündet. Das Licht des Feuers hat etwas Elegantes an sich. Am Ende jedes Monats zünde ich mir gern zur Entspannung eine Kerze an. Gamsho, hast du etwa Probleme, deine Stromrechnung zu bezahlen? Woher wissen Sie das? Ach, Gamsho, tut mir so leid. Okay, aber ansonsten gibt es hier leider nichts weiter. Oh, eine Spur von Holz. Über die vielleicht heraus. Das Schwert symbolisiert die vielen Wege des Lebens, die alle zu einem Ende führen. Das habe ich noch nie gehört. Wissen Sie, was ich manchmal denke? Was würde ich machen, wenn ich nicht bei der Mordkommission arbeiten würde? Denkst also auch über sowas nach? Aber natürlich, sehr oft sogar. Ich als Verkehrspolizist, ich als Gefängniswärter, ich als Blue Badger. Ich schätze, er hat nicht vor, die Polizei je zu verlassen. Oh, ich glaube, ich habe Ihnen schon etwas darüber gesagt, aber die Wahrheit ist, als ich ein kleiner... Wolltest du unbedingt Zauberer werden, richtig? Hey, das ist unglaublich. Wo haben Sie das gewusst? Und was halten Sie davon? Ich wäre ein ganz großer, nicht wahr? Wir hatten dieses Gespräch vor einer Weile schon einmal, Inspektor. Okay, gut. Dann gibt es hier nichts weiter. Dann können wir eigentlich nur zurück in die Talle. Und dann einfach mal das Schwert präsentieren. Okay, darüber möchte ich nicht mit reden. Okay. Stab. Auch nicht. Okay, aber dann bekomme ich ja auch nicht wirklich mehr aus ihr raus. Okay, beim Haupttor hat sich was geändert. Ich kann Larry nirgends sehen. Vielleicht haben wir den armen Jungen vertrieben. Sein Herz war fest im Griff einer Psychoblockade. Ich werde wohl nach ihm suchen müssen. Wie ärgerlich. Ey, Brücke? Auch nichts weiter. Dann würde ich sagen, gucken wir nochmal in der Strafanstalt vorbei.